Hallo aus Köln. Den Tisch und das Studio hinter mir kennen Sie vielleicht. Hier wird normalerweise das Neo-Magazin Royal produziert. Und zwar mit Jan Böhmermann. Der befindet sich gerade in der Maske, denn ich treffe ihn gleich zum Interview für DB Mobil. Jan. Hey, na? Hi. Hi. Du moderierst das Neo-Magazin Royal. Ach, naja, moderieren. Ja, aber du machst Fernsehen. Ach, Fernsehen. Aber wenn ich hier richtig informiert bin, dann schaust du selbst gar nicht so viel, oder? Nee, ich gucke gar nicht so viel Fernsehen. Meistens gucke ich Internet. Ich bin ein Riesenfan von Dagi B und von Bibi von YouTube. Einfach, weil ich mich privat gern schminke und die mir immer zeigen, wie das geht. Das Neo-Magazin Royal wird jetzt ja auch im Hauptprogramm ausgestrahlt. Was hat sich dadurch verändert? Was ist anders, als wenn man nur im Spaten... Wir haben so dieses riesige Studio aus purem Gold. Sieht aus wie Holz, aber es ist nur Holzfurnier. Innen drin ist Gold. Es ist echt pures Gold. Das konnten wir uns leisten durch die Gebührengelder, die vom ZDF reingekommen sind. Ansonsten bin ich eigentlich immer noch der gleiche Loser. Ich habe nur jetzt Anzüge, die mir passen und nicht mehr meine privaten Anzüge. Hast du einen privaten Facebook-Account? Klar. Was teilst du da? Auch Bilder von meinen Kindern hauptsächlich. Ach, guck mal, was er kann. Jetzt hat er sich auch wieder vollgeschissen hat und wie sie krabbeln und so. Dann natürlich, wenn ich auf einer geilen Party war, fotografiere ich meine Freunde besoffen und poste das. Und ja, und welchen Song ich total cool finde von Adele und so oder Katy Perry. Wie hältst du es mit Twitter? Du bist ja aktiv. Ich kann mich kaum zurückhalten jetzt währenddessen. Darf ich mal ganz kurz was twittern? Ich twitter dich mal kurz. Wir machen kurz ein Selfie, okay? Für Twitter. Wie lange würdest du denn aushalten ohne Selfie? Ohne Selfie? Twitter? Wenn ich möchte, kann ich das alles ganz sofort abstellen. Im Urlaub zum Beispiel ist meistens Handyverbot. Einfach weil es sonst schwer zu ertragen ist. So. Und raus geht's in die Welt. Genau. Wie hältst du es mit Print? Das Einzige, was ich noch lese an Print, ist die DB Mobil. Ganz ehrlich. Das ist das Einzige, einfach weil ich fahre oft mit dem Zug. Ich fahre, ich glaube, im Monat bestimmt 8-mal mit dem Zug oder 9-mal. Also sehr oft reise ich viel und das Einzige, was ich lese, ist die DB Mobil. Aber auch nur, wenn jemand auf dem Cover drauf ist, der gut ist. Wenn ich dir ein paar Begriffe zuschmeiße und du dich entscheiden musst, gerne. Intuitiv. Telefonieren oder Skypen? Telefonieren. Aber eigentlich am allerliebsten SMS. Zeigefinger oder Mittelfinger? Zeigefinger. Einfach, weil das der praktischere Finger ist. Mit dem Mittelfinger kannst du nur so machen. Und das ist eine offensive Geste. Zeigefinger kann man auf Sachen zeigen, wie also, hey, na, wie geht's? Gut drauf? Oder na, 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 na. Oder ich weiß es. Das kann man mit dem Mittelfinger nicht. Wie schaltest du persönlich ab? Ist es Sport oder Couch? Sport, ich mache viel Sport. Ja, ich mache Leistungssport. Man sieht's ja an. Kontaktsport. Judo, Jujutsu und Kawasaki. Wohin ging die letzte Reise für dich? Bahn Frankfurt. Und die nächste geht nach Berlin, übermorgen. Was ist denn dein Lieblingsbahnhof? Hast du einen? Mein Lieblingsbahnhof ist der Bremer Bahnhof. Bremer Bahnhof ist sehr schön, Oldenburg extrem schön. Natürlich Uelzen, klar. Evergreen, Uelzen. Wunderschön ist Leipzig. Wahnsinnig toller Bahnhof, riesengroß, da können Luftschiffe landen. Im Bahnhof. Naja, nee, aber Bahnhöfe, da kann man ein Buch drüber schreiben. Das war unser Interview mit Jan Böhmermann. Wenn Sie mehr von diesem sympathischen jungen Herren hier wissen möchten, dann lesen Sie die aktuelle DB Mobil oder schauen Sie auf dbmobil.de.